Смазкви, наркоман, смазкви, хулиган, смазкви, наркоман, наркотики. Смазкви, наркоман. Was geht, liebe Leute? Heute ein Mega-Troll-Level. Ich habe richtig Bock. Ich würde sagen, lass uns nicht so lange schnacken. Lass uns direkt ins Level gehen. Solltet ihr noch kein Abonnent des Kanals sein, abonniert den Kanal. Ich will nicht so lange labern, Leute. Los geht's. Komm, los geht's. Here we go! So, Kopfhörer auf. Mir wurde es geschickt. Ich habe Bock darauf. Es ist nicht so bekannt, was mich irgendwie ein bisschen wundert. Twice Baby heißt das Ganze vom guten Cardboard aus Kanada. Los geht's. Ich bin gespannt, was mich hier erwartet, wie oft ich verarscht werde. Und ich finde es gut, dass es noch nicht so bekannt ist, weil dann liegt die Chance, also die Chancen sind groß, dass ihr das dann auch noch nicht kennt. So, Super Mario World Style finde ich schon mal richtig, richtig nice. Und eins ist klar, wir werden es hundertprozentig hier beenden. Was ist passiert hier? Eingeklemmt. Bullet Bill. Moin. Moin, Leute. Fängt schon mal gut an. Okay, es ist ein Autoscroll-Level. Sieht so aus. Okay, da ist ein Notblock. Der darf mich nicht kriegen. Springen, okay. Ey, wie geil. Das heißt Twice Baby. Ice Baby. Geil. Geiler Song. Ey, das mit Notblocks. Wie funktioniert das? Wie macht man das? Das ist unfassbar geil. Okay, was ist das hier? Gib her. Ich brauch den Pilz, warte mal. Komm ich da vorbei? Nee, komm ich nicht vorbei. Okay. Hä? Wann kommt denn die Pflanze? Ich brauche eigentlich den Pilz für einen Damage Boost sozusagen, um da durchzukommen. Achso, die ist ja noch gar nicht da. Ja, moin. Oh. Twice Baby. Guck mal jetzt beim Start genau hin. Oben war eine fucking Checkpoint-Flagge und ihr wisst, was das bedeutet. Guckt euch das an, da oben. Oh nein. Ich würde zu einem bestimmten Zeitpunkt geresettet. Okay, da kommt sie raus. Nicht mit mir. Okay, moin. Hallo. Oh, da kommt noch ein Piranha-Dings raus. Nee, das sind ja keine Piranha. Das sind ja Manchas, heißen die ganzen. Heißen die guten kleinen schwarzen Dinger. Okay. Kaputte Wand. Alter, geil. Ich finde das immer noch geil. Okay, was ist das jetzt hier? Okay. Einfach aufsprengen. Kinder sein Garten. Gib mir den Schlüssel. Muss ich da hoch oder was muss ich machen? Hä? Ich werde ganz langsam okay, ich muss mit dem Schlüssel ganz schnell noch zurückspringen. Okay, das soll ich aber hinkriegen. Oh, ich hoffe, das Level dauert nicht so lange. Die letzten True-Level, ihr wisst gar nicht. Über eine Stunde Aufnahme und so. Das ist richtige Quälerei gewesen. Okay. Geh ich schon mal hier hin? Rein! Easy cheesy. Nice. Keine Musik, nicht. Kann ich irgendwas machen? Ich kann nichts machen. Okay. Ich bin gespannt. Ich kann nichts machen. Ab durch die Röhre. Ey. Checkpoint. Was? Das war so klar. Bitte, kill mich schnell einfach. Egal, was hinter der Röhre ist, kill mich schnell. Ich sehe schon, kommt. Ich muss mich jetzt hier umbringen. Das ist eine Trollröhre. Oh nein. Um mich umzubringen, muss ich auf die andere Seite. Oh nein. Oh, das kann eklig werden. Das kann richtig eklig werden. Okay, ich hab's geschafft. Komm, lass mich durch. Lass mich rein. Oh, ich muss wieder zurück. Guck, der. Oh nein. Jetzt ist links die Scheiße. Oh. Ja, Mann, ich hab den Rhythmus raus. Okay, da kann ich mich jetzt aber umbringen. Das ist doch nicht deren Ernst. Leute. Jetzt kann ich wieder komplett zurück. Oh nein. Oh, wie oft geht das Ganze noch? Wie oft wollen die mich noch verarschen? Nein. Oh nein, das war ein Fehler. Wie oft wollen die mich noch verarschen? Alter, das ist mal ein richtig krasser Troll. Also so krass wurde ich, glaube ich, noch nie getrollt. Oh, Leute, wie nervig. Ich will mich nur kurz umbringen, um weiterzumachen in dem Level. Aber wenn da oben jetzt wieder so eine Scheiße ist. Ey, okay, ich kann mich umbringen. Meine Güte. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Checkpoint. Okay, ich muss. Ich muss jetzt wahrscheinlich von dieser Plattform runterlaufen, um links durch die Röhre zu kommen. Dafür brauche ich doch. Oh Gott, das wird so nervig. Lass mal wieder. Also das gerade mit der Röhre, das war Troll-Level, das war Next-Level-Troll. Also ganz ehrlich. Oh Mann, ich bin so dumm, immer wieder den gleichen. Da haben wir es wieder mit der Definition von Wahnsinn, von Einstein. Komm. Oh, das ist so rutschig mit dieser Eisscheiße. Komm. Okay. Hä? Lass mich rauf. Nein! Musste ich jetzt da runter? Hä? Nein. Boah, ich bin wieder da. Ich bin wieder back. Also genau das, was ich am Anfang predicted habe, es ist passiert. Wieder hier. Der Wiggler war doch eben noch nicht da. Moment mal. Oder ist er eben vielleicht gestorben? Ist das jetzt? Da kommt der Mancha, Es war ein Pilz. Hä? Wieso ist es jetzt ein Pilz? Weg mit dir. Kann man die überhaupt töten? Ich kann die nicht mal töten. Ich finde das ein bisschen schade, dass man die nicht töten kann. Beste. Moment mal, eben musste ich mit dem Schlüssel da durch. Das wird nicht nochmal so sein. Hundertprozentig wird es nicht noch einmal so sein. Bestimmt geht's jetzt rechts weiter. Ich schwör's euch. Kommt dann ein Schlüssel. Da kommt ein Schlüssel, aber da ist eine Tür. Ich hab's geahnt. Ich hab's gerochen. Okay, was passiert hier? Links oder rechts? Links oder rechts? Im Normalfall links, aber ja moin. Zu lange gewartet. Das ist das Ding. Er wollte extra, dieser Level-Ersteller, der Baumeister, hat extra das so gemacht, dass man hier sitzt. Links oder rechts? Natürlich eigentlich links, aber True-Level. Deswegen könnte es auch rechts sein, aber obwohl das eigentlich Quatsch ist, da ist ja nichts. Und allein diese kleinen Sekunden, die man hier mit dem Gedanken verbringt, daran zu denken, welchen Weg man nimmt, wurde man getrollt mit dieser Scheiße. Und war das Ziel übrigens. Geil. Okay, also schnell nach links gleich. Schnell nach links. Gib mir einen Schlüssel. Gib mir einen Schlüssel, genau. Gib mir fucking Mushroom, Mann. Zack. Mushroom. Din.
Und rein da. Rein da? Rein da? Okay. Links. Der verarscht mich nicht nochmal hier. Zack. Oh! Nein! Oh mein Gott, er hat mich getrollt, ey. Diese scheiß Sprungfeder. Hat er mich gekriegt. Scheiße, ey, Leute. Geiles Ding, ey. Ey, das gefällt mir aber. Gerade mit so Musikblöcken. Also ein Music-Level plus noch ein Level mit Dings. Was so trollt, das ist schon krass. Okay, was soll der Pilz jetzt? Warte, da komme ich da gleich nicht durch, oder? Hä? Lass mich rein! Ja, ich eingeklemmt. Ich wusste das. Heimtückisch. Einfach heimtückisch. Ich muss als kleiner Mario da rein. Also was ich die ganze Zeit aus Versehen richtig gemacht habe. Leute, so geht's hier nämlich ab. Also muss der hier die Kanone auf die linke Seite nochmal schießen, oder? Ja. Dann respawnt er nämlich nicht neu, weil er da festhängt, glaube ich, der Pilz. Ja, genau wie eben, was ich eben aus Versehen die ganze Zeit richtig gemacht habe. Es ist so warm, es sind hier 40 Grad oder so. Ich sterbe. In meinem Zimmer sind bestimmt 50 Grad. So, rein da, links und dann kommt eine Sprungfeder. Und dann sollte ich es geschafft haben. Geschafft. Easy namens Cheesy. Geiles Ding. Ah, geil. So, ich würde sagen, wir machen noch ein kleines Level. Ich würde sagen, wir machen noch ein Level. Warum nicht? Ich habe nämlich noch eins für euch bereit rausgesucht. Ich würde sagen, wir machen das noch ein kleineres. Aber auch ein Troll-Level, aber auch klein. Ein bisschen saftig, ein bisschen süß, deftig, aber auch knackig. Deswegen, lass uns direkt reingehen. Yes, es ist noch da. Oh, das wurde aber oft gespielt. Es ist irgendwas Japanisch, was kein Mensch irgendwie lesen kann. Außer die Japaner und die Japanisch können. Aber es soll ein kleines Troll-Level sein. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein in das Level hier. Wie das Super Mario World. Das ist auch der beste 2D-Style. Boah, okay. Jabba-dabba. Okay. Boah, wie viele da gestorben sind, das ist unfassbar. Ich guck jetzt mal, wenn ich sterbe, guck ich jetzt so richtig bescheuert in die Kamera. Oh! Digga, da will ich ja noch mal eine Slow-Motion drauf haben, also wenn ich das in der Videobearbeitung sehe, das ist ja krass. Okay, da kommt doch was runter, da kommt was runter. Genau wie es gesagt hat, da kommt was runter, ein fucking Eiszapfen. Ich wusste das, immer bei so, wahey. Früh genug springen. Ah! Sollte ich aber schaffen, das sollte nicht so schwer sein. Das soll kurz und knackig auch sein. Der Weltrekord ist bei unter 10 Sekunden irgendwie. Ehrlich, unter 10, ich glaube irgendwie. Was war das? 11, 12 oder so? So. Eiszapfen! Sollte ich aber schaffen. Sollte nicht so ein Problem sein. Zack, schön früh springen. Nicht mit mir, ihr kleinen fliegenden Piranhas. Easy cheesy, easy cheesy, easy. Das ist doch Kindergarten. Okay. Was passiert hier? Das ist ein Troll-Level, Ich löse sie nicht aus, Kann ich die kaputt machen? Nee, hier muss ich groß sein. Scheiße. Ich muss den auslösen. Ich brauche den P-Switch. Juch! Okay, fuck, die fallen jetzt alle auf mich runter. Yay, Schutz! Heute ist so ein Tag, Leute, ihr wisst nicht, heute ist so ein Tag. Ich bin eigentlich viel zu kaputt für so ein Troll-Kram. Viel zu warm, es ist fucking 40 Grad hier in fucking Deutschland. Nächstes Mal kommen wieder Glitches, da könnt ihr euch drauf freuen. Glitches, Mitches, es gibt richtig heftige Glitches inzwischen. Also Mario Maker 2 ist voll, ist randvoll. Jetzt spucke ich ja auch mein Bildschirm. Ist randvoll mit Glitches. Keine Chance. Warte ich einfach, bis sie runterfallen. Easy, den nehme ich mir mit. Und was war da oben? Das habe ich doch gerade noch gesehen. Guck mal, da sind überall diese Blöcke. Wenn ich den jetzt auslöse, kommen die nämlich runter. Das bedeutet, ich löse aus und falle runter, weil die kommen direkt hinterher. Die kommen wirklich. Okay, was passiert hier? Rauf da. Und Wölkchen. Rein da. Das war aber knapp eigentlich. Ich vertraue hier niemanden. Geil. Geschafft. Heute war es nicht so anstrengend. Ich finde es mal ganz geil. Ich bin zwar ein paar Mal gestorben. Von True Level, die war nice. Die war nicht so bekannt, beziehungsweise die zweite war ein bisschen bekannter. Schreibt, 11 Sekunden. Das ist echt krass. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Schreibt eure Level in die Kommentare für die nächste Folge. Beziehungsweise erstmal kommen Glitches, dann kommen wahrscheinlich nochmal irgendwann Easter Eggs. Aber Glitches kommen auf jeden Fall noch weiter. Da wird langsam wieder Zeit, weil da gibt es richtig. Das gibt so geile Glitches. Ich will euch auch nicht zeigen. Deswegen abonniert den Kanal, falls ihr nichts verpassen und schauen. Tschüss, Leute. Haut rein, Leute.